Es ist streng in diesen Temperaturen zu trainieren, aber wir spielen sehr viel Fußball, aber es macht natürlich auch Spaß, aber klar ist eine gewisse Härte dabei, wenn es in der Vorbereitung so ist, ist es ja immer so. Aber ja, der Spaß am Fußball ist da und wir wollen weiterhin so spielen und ja, weiter müssen wir auch hart trainieren, dass wir bereit sind. Wir spielen viel Fußball im Training, es geht ums mit dem Ball genauso wie ohne Ball. Und ja, das ist ihm sehr wichtig. Er legt sehr viele Details darauf und er sagt auch in gewissen Situationen, stoppt er und er gibt einzelnen Spielern ja, gewisse Hinweise, was man besser machen kann. Und das ist schon mal sicher sehr ein guter Start, aber es waren jetzt erst 3 Tage, ist noch schwer, ein großes Fazit zu ziehen. Also ich persönlich habe eigentlich nicht große Erwartungen an den Trainer, genauso wie auch an andere Personen, weil es ist schwer, sich einen Eindruck zu verschaffen und dann ist die Person vielleicht völlig anders. Darum habe ich mich einfach darauf eingelassen, wie es hier ist und mir gefällt es bis jetzt sehr. Wir spielen viel Fußball. Dadurch wird das Training auch intensiver, aber das gefällt mir und es ist in der Vorbereitung, klar sind die Trainings strenger, aber ja, wir müssen auch bereit sein zum Saisonstart. Ich will jetzt einfach mal wieder gut zurückkommen und ich glaube, das ist mir einigermaßen gut gelungen und jetzt will ich fit und gesund bleiben. Also das ist mein Ziel und dann ja, mit der Mannschaft möglichst viele Punkte zu holen, so viel wie möglich. Und selbst ja, eine konstante Saison spielen, versuchen gute Leistungen zu bringen und der Mannschaft zu helfen und ja. Dann sehen wir, wie es rauskommt. Das traue ich mir schon zu, aber ich glaube, es müssen alle in der Mannschaft müssen Verantwortung übernehmen. Aber ich versuche natürlich so von hinten der Mannschaft zu helfen, genauso wie ich es im Training mache und hoffe dann, dass ich dann auch in den Spielen machen kann. Und ja, versuche so zu helfen und das werde ich so weiternehmen in die Spiele und ja, versuche mein Bestes zu geben. Ja gut, also mir ist da schon ein Spiel gegen Mainz aufgefallen, also da hat der linke Außenverteidiger gespielt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, gute Spielauslösung, ist schnell, es kann innen wie außen spielen und ja, ich glaube, er ist auf eine gewisse Art und Weise ein ähnlicher Spieler wie ich, körperlich stabil, aber trotzdem kann er auch eine gute Spielauslösung machen vorhin. Ich glaube, er auch einigermaßen schnell ist, weiß ich jetzt noch nicht so, aber ja, sicher ein sehr guter Verteidiger und das werden wir jetzt sehen in den nächsten Wochen, wie er sich macht und ja, wir müssen alle alles geben, dass wir spielen. Ich finde, ich habe ihn schon in Russland spielen sehen, als er da war und genauso wie, also, hat ja im russischen Verein gespielt, genau jetzt so wie an der WM. Ich finde, er ist ein sehr guter Spieler, aber schlussendlich bin ich nicht zuständig für die Spieler, die wir verpflichten, sondern muss einfach meinen Job erledigen. Danke.